Mit der Farbgebung dieser Knotenbleche bin ich schon mal sehr zufrieden. Wo ich jetzt noch einmal nachsetzen möchte, das ist an der Alterung dieser ganzen Teile hier. Nochmal einen Kontrollblick auf den Schiffsrumpf. Das scheint recht gut zu sein. Auch die Teile, also die Ladebuchten oder Laderäume, finde ich ganz gut. Und damit kann ich eigentlich anfangen, etwas Rost aufzutragen. Wie man hier sieht, ist der Rumpf verschmutzt und verrostet. Und natürlich soll auch dieser Rumpf hier jetzt verschmutzen und verrosten. Ich gucke mal, was ich dafür finde. Ich habe hier ein Fläschchen Revell 84 für diese Zwecke. Und es ist noch wohl gefüllt. So, der Rost als solcher ist nicht unbedingt deckend. Von daher wische ich einfach mal einiges davon wieder ab. Trage auch ein bisschen Schwarz wieder auf.
Und noch eine letzte Seite. Und Rost setzen natürlich auch diese Dinger hier an. Und Rost, man kennt es, setzt sich vor allen Dingen in Ecken und Kanten fest. Und natürlich auf den belasteten Planken. Manchmal auch recht flächendeckend. So viel zum Thema Rost. Ich mache mal das Revell-Gebinde wieder zu und versuche mal die Tischplatte von meinem Schüler rein hier zu retten. Okay. Die Verschmutzung, die ich hier so schön finde, bezieht sich aber nicht nur auf Rost. Da läuft auch noch Grau runter. Und das tut es vor allen Dingen an der Außenseite des Hauptschiffskörpers. Und in dem Zusammenhang kann ich einfach nur laufen lassen. Das Grau wird sich schon seinen Weg suchen. Das Zeug jetzt trocknet, kann ich hier schon mal ein klein bisschen versuchen, was gegen den Glanz zu tun.
Und damit brauche ich es morgen einfach nur noch zusammenzusetzen.